Nach dem 7:1 gegen Brasilien bei der WM 2014 meinte ein Kumpel von mir, dass es in 9 Monaten wohl möglich einen Babyboom geben wird. In erster Linie steigt aber die Gewalt gegen Frauen, selbst wenn die eigene Mannschaft gewinnt. Willkommen zu meiner neuen Rubrik Spielverderberin statt Spielerfrau. So zeigen englische Studien, dass bei einem Sieg des englischen Nationalteams die Fälle der häuslichen Gewalt um 26%, bei einer Niederlage um 38% steigen. Gewalt an Frauen. Frauen und StadionbesucherInnen sind aber nicht die einzigen, die einen ziemlich hohen Preis an die UEFA zahlen. Denn während sie mit einem Rekordgewinn von 1,75 Milliarden Euro rechnen, kommen laut Korrektiv Lokal und Fragt den Staat 295 Millionen Euro Kosten auf die Ausrichterstädte zu. Das sind rund 66 Millionen Euro mehr als im Bewerbungsprozess 2017 erwartet. Allein Berlin zahlt 40 Millionen Euro mehr. Ganz schön blöd, wenn parallel dazu 3 Millionen Euro der Notübernachtung Olauer 365 aufgrund der Sparmaßnahmen gestrichen werden. Oder 377.000 dem Tierschutz. In Neukölln sollen die Schulen in Zukunft tagsüber nicht mehr gereinigt werden und an 12 Schulen entfällt der Wachschutz. Schuldenbremse ist doch ein Verbrechen. 3 Jugendfreizeit- und Familieneinrichtungen sollen zudem komplett geschlossen werden. Sollen sie doch Fußball gucken. Den größten Teil der Ausgaben machen die Verpflichtungen der Städte gegenüber des Europäischen Fußballverbandes aus. So muss jede Ausrichterstadt ein Fanfest organisieren. Die Kosten tragen der Bund, die Länder und die Ausrichtungsstädte selbst. Also im Endeffekt wir. Die Tochtergesellschaften der UEFA errichten laut eigenen Angaben Steuern in einer geschätzten Höhe von 65 Millionen Euro. Die UEFA sagt auch, dass sie über keine Steuerbefreiungen verfügt. Das würde ich auch sagen, wenn mein Verband ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in der Schweiz ist. Denn das würde ja bedeuten, dass man auf die Einnahmen von der Euro 24 keine Steuern zahlen müsste. Dafür gibt es aber viel Tourismus und somit Einnahmen für die Städte. Oder? Es gibt keine nachweisbaren Effekte von Sportgroßveranstaltungen auf Beschäftigung, Einkommen, Steuermehreinnahmen und Übernachtungszahlen, sagte Wolfgang Manning, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Hamburg, gegenüber Korrektiv. Wobei, in einem Bereich kommt es sicherlich zu steigenden Zahlen. Die Darüber hat sich besonders die CDU-Politikerin Faeser viele Gedanken gemacht. Und Prostitution? Kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Also das ist, ja also das ist kein Thema für euch in der Regierung. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir es ja, die ist immer höher, wenn Sie viele Gäste im Land haben. So also, ist, ja. Unabhängig von Fußball-Europameisterschaft. Also war kein Thema für euch? Naja, es waren viele Themen Thema, ne? Aber wir rechnen mit 12 Millionen Besucherinnen und Besuchern. Das ist nun mal viel. Wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich damit rechne, dass Taschendiebstähle ansteigen, ja, vermutlich.